Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu einer weiteren Runde Dead Rising 4. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr Freunde der das kunstvollen sein. Zombie-Schnetzelkunst. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Hier läuft ein Eindringling Amok und das wird Commander Fontana überhaupt nicht geben. Moment, bisschen noch. Fallen, wenn wir das zulassen. Also, das war ja richtig scheiße jetzt. Aufhalten, Ausrüstung anlegen und los. Alles klar. Alter, das ist doch die Stimme von... Alles klar, Sir. Das ist doch die Stimme von dem Obermacker aus Call of Duty, Alter. Habt ihr gehört? Naja. Betätigen wir die Scheiße mal hier, oder? Was haltet ihr davon? Nachdem wir es natürlich gescannt haben. Und entschuldigt auf jeden Fall auch, Was passiert hier? Feuer frei, Feuer frei! Ja, das ist die Stimme, ja. Entschuldigt auf jeden Fall auch, dass die Tonspur des ersten Videos irgendwie verschoben war. Ich weiß nicht, was zur Hölle da los ist. Also, dass mal das passiert, dass mein Gelaber ein bisschen asynchron ist, unsynchron ist mit dem, was im Spiel passiert, das kam schon ab und zu mal vor, so weißt du, alle 500 Videos oder sowas, weil es war echt nicht oft. Aber dass die Tonspur vom Spiel verschoben war, das ist mir echt noch nie passiert. Weiß ich, was da los war. Nein. Keine Ahnung. Nein! Weg! 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 Oh, Scheiße! 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 Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! 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 Ich werde auf jeden Fall diesmal mehr darauf achten, dass es nicht nochmal vorkommt. Wie gesagt, es ist echt noch nie passiert, sowas. Ganz komisch. Und zum Thema Doppelfolgen, wenn ihr Doppelfolgen wollt, muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gepusht. Frank West? Stehe ich unter Arrest? Möglich. Ist das ein Ja? Kommt drauf an. Worauf? Wie gut du im Team arbeitest. Oh ja, das war noch nie meine Stärke. Es ist nur ein bisschen muffig hier drin, oder? Die Flasche läuft ja gut. Ich dachte wirklich, das würde klappen. Also gut, ich habe offensichtlich etwas Zeit. Worüber sollen wir reden? Ich weiß, wer du bist. Colonel Brad Park. Commander des ZVK. Ich bin bei den Zombies auf dem Laufenden, danke. Klar bist du das. Dann weißt du ja auch, dass der Auftrag des ZVK lautet, Zombies auf amerikanischem Boden zu vernichten. Ja, und dafür zu sorgen, dass alle, die die Wahrheit kennen, zum Schweigen gebracht werden. Ich weiß, danke. Es geschieht schon wieder in Willamette. Was denn? Ein Ausbruch. Ich habe nichts in den Nachrichten gesehen. Wie lange geht das schon? Seit 6 Wochen. Wirklich? Das ist eine lange Zeit, um eine ganze Stadt zum Schweigen zu bringen. Nicht für die. Für wen? Das Pentagon. Oh, Scheiße. Was hast du da gesehen? Das weißt du doch. Niemand weiß es, Frank. Ich weiß es auch nur, weil jemand Mist gebaut hat und mir einen Geheimbericht zuspielte. Dieses Ausbildungszentrum? Ich habe noch keinen getroffen, der dort stationiert ist. Keine Kommunikation in die Stadt rein oder raus. Selbst die Satellitenbilder sind 4 Monate alt. Alles wird vertuscht. Aber all das verblasst im Vergleich zu dem Geheimnis, wieso du, Frank West, Abendunterricht gibst, anstatt mir bei der Sache längst 2 Schritte voraus zu sein. Abgekündigt.
Gekündigt. Ja, gekündigt. Hast du überhaupt eine Ahnung, bei wie vielen Ausbrüchen ich dabei war und darüber berichtet habe? Und was ist der Dank dafür? Hä? Nix. Kein Dank, keine Blumen, nur ein Notizbuch voll mit toten Personen. Preis für die beste nationale Schlagzeile 2006. Du hast den ersten Zombie-Ausbruch auf US-Boden aufgedeckt, die ganze Sache fotografiert. Du hast Orden bekommen, einen Titel vor deinem Namen. Ehrenhalber natürlich. Ja, aber kommen wir zum Punkt. 3 Wochen später wollte ich das Pentagon und die ganze Regierung bloßstellen. Wegen ihrer Beteiligung an der Sache und die haben mich stillgelegt. Weil du nicht genug Beweise hattest. Komm mit mir nach Willamette. Wir decken diesen Bullshit auf. Und diesmal machst du es richtig. Frank. Frank, hier steht mehr auf dem Spiel als eine Stadt. Nein. Bin raus. Wer auch immer das enthüllt, wird eine Menge dafür erhalten. Vielleicht sogar etwas zurückgewinnen. Aber eigentlich bin ich überrascht, dass dir ein Amateur das weggeschnappt hat. Wovon redest du überhaupt? Eine deiner Studentinnen, oder? Oh. Ich glaube fast du... Ups. Weg. System, das du zusammengestellt hast. Wir nähern uns Willamette. Schickt eine Einheit hin. Einsperren oder töten. Deine Entscheidung. Das Spiel ist so unfassbar trashig angehaucht. Geil, ey. Mir gefällt mir das richtig gut. So dämlich, ey. Aber, ja, keine Ahnung. Wie ist es? Irgendwie ist es ganz cool, auch passenderweise mit dieser teils echt nicht besonders guten deutschen Synchro. Ich finde persönlich, das steigert noch dieses Trash-Feeling. Oder ist nein? Frank! Frank! Nein? Morgen, Sonnenschein! Frank! Frank! Was? Morgen, Sonnenschein! Wieso sagst du sowas? Ja. Oh, Mann. Jemand hat einen Helikopter beschädigt. Da ist ja der allseits bekannte Schreiberling. Halt sie auf, wir brauchen auch... Ausrüstung! Halt sie auf! Womit denn? Schnapp dir eine Waffe, Frank! Meine Waffe sind die Fäuste der Gerechtigkeit! Was du damit anfangen kannst. Verdammt, Schlemmer, Zombies sind wirklich die schlimmsten. Macheten, Johnny, Action! Bam! Jawolski, was ist hier los? Mann, Brad, Alter, du Lappen. Was ist denn los jetzt hier? Was sagt er denn hier so krass? Wir müssen hier raus, komm schon.
Stapelbarer Stuhl. Ich glaube, den nehme ich mir mit. Hey, Brad, was geht ab? Wir müssen uns verstecken. Vielleicht in dem Hotel da. Da, 3 Sterne maximal. Sehr witzig, du Kasper. Ich sollte mich mal gründlich umsehen. Okay, wir treffen uns beim Hotel. Okay, Brad. Wenn du das sagst, Brad. Ich muss erstmal kurz gucken. Warum hab ich denn jetzt Special Juice Bar? Was hab ich denn jetzt bekommen, Alter? Ach, die Pinguinmaske kann ich den doch bestimmt wieder aufsetzen, oder? Geilerweise. Frozen Tea? Weil ich jetzt hier. Warte mal, weil ich jetzt hier reingelatscht bin oder was? Nichts geworden. Nice. Oh, nice. Ey, ich hab Y gedrückt. Erzähl doch keine Scheiße jetzt hier. Heftet euch alle, ey. Ja, irgendwie ist das scheiße ein bisschen. So. Baseballschläger, her damit. Was stand da gerade? Ach, Alter, ich muss in jeden Laden mal kurz reingehen, Leute. Ihr seht schon, wir kriegen da richtig Cash, ey. Grillrippchen. Ah, nice, Leute. Nice. Ga! Molotow-Cocktail, her damit. Muskelspanner? Nehmen wir mit. Kann nicht schaden. Bisschen seine Muskeln zu entspannen. Smiling Dragon. Oh, Alter, her damit. Woo. Geiles Katana, Junge. Oh, Fleischerbeil. Was haben wir hier noch? Da, Klamotten! Jawohl. Nice! Okay, alles klar. Oh, was ist das? Oh, eine Laterne. Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Okay. Schon ein bisschen was an Klamotten. Guck mal, das ist hier verschlossen. Pinguinmaske. Haushaltsreiniger. Dann müssen wir mal kurz gucken, ob hier vorne vielleicht auch noch ein Shop ist oder so. Hier. Hallo, lebst du? Ein Basketball? Ich nehme die Abkürzung. Okay, wir treffen uns beim Hotel. Da ist vielleicht etwas zu viel los. Katana Action! Wo soll zu viel sein? Los sein? Ich weiß nicht. Weg von mir! Und wir gehen da gleich hin, Leute, aber ich will mich erstmal kurz hier umgucken, ein bisschen. Ich hab da gerade Bock drauf, also wird das auch gemacht. Weihnachtsglocke. Unglaublich. Es sind so viele. Hätten die nicht geimpft sein müssen? Doch, gesetzliche Auflage im ganzen Land, ich verstehe es nicht. Geht mir doch nicht offen.
Sack, verdammt. Kettensäge, Junge. Oh, 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 oh. Leute, wie war das mal? Wie war das nochmal? Ach, das wollte ich noch nicht machen. Ey, was ist denn los mit mir? Ach ja, genau, was ich auch fälschlicherweise in der ersten Folge gesagt habe, ist, das zum ersten Mal so richtig komplett auf Deutsch, das ist natürlich auch Blödsinn. Der dritte Teil war ja auch schon komplett auf Deutsch synchronisiert und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Eine Schrotflinte, nice. Alter, was ist hier los, Junge? Heftiger. West, ich bin beim Hoteleingang. Kommst du? Ja, ja. Hatte nur gerade mal kurz überlegt, vielleicht das eine oder andere herzustellen oder sowas. Waren wir jetzt hier überall? Hier waren wir auch schon, oder? Ja. Ich weiß halt nicht, ob man wieder... Wahrscheinlich kann man doch schon auf gut Glück wieder irgendwelche Sachen zusammenbauen, oder? Gehe ich mal von aus. Da gehe ich mal von aus. Überleben. Achso, nice. Prügeln, das hat es gar nicht gespeichert beim letzten Mal. Oh, und ich wundere mich schon, wieso habe ich denn 2 Punkte? Nice, dass es nicht gespeichert hat. Sehr nice. Alles klar, würde ich sagen. Ey, was ist das? Ey, jedes Mal die gleiche Scheiße, Mann! Verpisst euch! Will jemand Stress haben? Dann kommt doch bitte her jetzt hier. Oh yeah. Her mit der Belohnung, aber ganz schnell hier. Elektrokranz. Woo, wie geil ist das denn? Nice one. Merry Christmas, liebe Leute da draußen. Leuchtpistole brauch ich nicht. Zumindest gerade eben nicht. Ich stech euch alle ab. Es ist so geil. Ich wünsch mir ein neues Messer von Santa, Santa Claus. Ich dreh schon vollkommen durch, Leute. Ich dreh vollkommen durch. Beruhig dich jetzt mal, Marcel. Okay, alles klar. Dead Rising ist halt einfach eine riesige Spielwiese. Boah, wie er sich versteckt. Alter, das ist Soldier-Taktik. Habt ihr gesehen? Samosas? Ich hab jetzt schon die Nase voll. Samosas? Ich hab jetzt schon die Nase voll. Was hast du gesagt? Habt ihr gesehen, wie er sich getarnt hat? Also, ich hab ihn nicht gesehen, bevor er rausgekommen ist aus seiner Deckung. Kommt hier rüber, bevor sie euch sehen! Wurfwaffen. Ich nehme erstmal die Knarren hier, Mann. Das ist schon mal klar. Es war noch ein Platz. Jetzt ist voll.
Granaten für den Granatengott, Johnny. Hey, Kumpel! Na los! Beruhig dich! Ich hab das perfekte Versteck! Ja, ist okay. Hier gibt's cool. Alles klar! Schnapp dir eine Waffe! Ich habe Tonnen davon! Ist nice. Oh, guck mal! Sprengbogen. Oh, verstehe. La, la, la. Und zwar brauchen wir eine Armbrust plus etwas Sprengbares. Und wir brauchen ein bisschen Limo und ein Orangensaft. Und dann brauchen wir... Wo ist der Bogen? Das ist nur die Frage. Ach, hier ist der Bogen. Das ist geil. So, das ist geil natürlich. Ich hoffe, das klappt. Ach klar, klappt es. Jetzt haben wir noch einen Platz für Nahkampf frei. Sollen wir hier suchen? Hä? Ein Haartrockner. Okay, alles klar. Ein Doppelzimmer bitte, aber getrennte Betten. Sehr witzig, echt. Aber tatsächlich wärt ihr unsere ersten Gäste. Was meinst du? Ihr seid nicht von hier, was? Der ganze Scheiß begann am Black Friday. Und das war natürlich der Tag nach der großen Eröffnung. Was? Diese Mall war nicht mal einen Tag eröffnet und wurde gleich von Zombies zerstört? Wir müssen los. Führt diese Tür zum Wartungsbereich? Ja, aber der Manager wurde gebissen und hat sich dort eingesperrt. Kriege die Tür nicht auf. Journalist, Erfinder, Gottesgabe. Das ist der Feind. Mach's gut! Hey, hey, Ärger im Anmarsch. Ich mach sie auf. Hit mit Deko. Du Lappen. Was ist das, Fascho-Wichser? Scheiße. Ich knall euch einfach ab. Ja, sonst ruhig kommen. Bam. Drive-by-Shooting-Style. Ba, 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 ba. Mit der Uzi, Alter. Mit der guten alten Gangster-Uzi. Ah, da kommt Silvesterstimmung auf. Mensch. Das ist schön. Das ist nicht dein Ernst. Ein Scheiß. Ah, jetzt kommen sie. Boom. Yay, Partystimmung. Na Jungs, alles klar? Zieht euch das jetzt rein. Krank, oder? Okay, was passiert mit den Zombies? Habt ihr gesehen, wie die einfach verschwunden sind? Zack. 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 Getränk, Leuchtpistole. Können wir auch mitnehmen. Da ist noch Kohle. Ach, das ist ach, das Gelbe ist alles Kohle hier. Sturmgewehr, Revolver. Ist auch schon ganz komisch hier mit den mit der Kohle und so. Eigentlich. Finde ich ganz. Oh, hier liegt auch noch ein bisschen was. Finde ich ganz nice sogar. Ich überlege gerade, ob. Man kann wahrscheinlich doch einfach. Rumtesten, oder? Man kann doch bestimmt einfach rumtesten, Leute. Die Kombination wieder, was könnte zusammengehören und so weiter. Knallbonbon. Na gut, alles klar.
Ach, scheiße. Du warst zwar ein Arsch, Ted, aber das hast selbst du nicht verdient. Ich bin übrigens Connor. Freut mich. Ich untersuche übrigens diesen Ausbruch. Hast du eine Ahnung, wie das anfing? Diese Militärschlöcher haben irgendwas super Geheimnis am Mall-Eingang bewacht. Und da war diese Journalistin. Eine Journalistin? Sie hatte irgend so einen Jungsnamen. Vic. Wo ist Vic jetzt? Sie hatte sich im Security Center der Mall versteckt. Vielleicht ist sie noch da. Matrosenjacke. Wie geil ist das denn? Okay, ja, vielleicht ist sie noch da, ja. Was natürlich scheiße ist, dass sie uns zurückgelassen hat. Wir müssen zum Security Center. Vielleicht gibt's da ein paar Waffen. Guter Plan, aber ich ziehe alleine los. Was? Pass auf, dieser Ausbruch ist ziemlich sicher Folge irgendeines Tests. Ausgeführt von diesen Militärwichsern. Und ich will herausfinden, warum. Aber nicht an der Leine von einem bullenhaften Aufpasser. Nimm's nicht persönlich. Dann sehe ich mich in der Stadt nach nützlichem. Und du sagst mir Bescheid, wenn du was herausfindest. Ja, mal sehen. Okay, das war's für mich. In Westbridge gibt's eine Miliz. Ich werde da mitmachen und noch ein paar dieser Arschlöcher killen. Tschüss, Leute. Viel Glück, West. Spielzeugkanone. Ich Glückspilz, ich brauch mal wieder eine richtig gute Story. Hammer, hier liegt so viel geiles Zeug rum. Hier zum Beispiel, Leute. Was auf jeden Fall eine Kombination wäre, wäre doch ein Baseballschläger plus Nagelkiste. Aber ich habe den Baseballschläger nicht mehr. Sonst hätte ich direkt mal testen können, ob man das direkt zusammenpacken kann oder halt nicht. Elektrokranz. Kranz. Kein Problem sein. Okay, alles klar. Shit! Hätte ich jetzt auch testen können, kurz. Metall-Baseball-Schläger. Meint ihr, das geht? Was will ich dafür weglegen? Es ist so schwer, die Entscheidung. Meint ihr, das geht? Kann man das überhaupt so machen oder wie ging das? Doch eigentlich nur, wenn man ich weiß es nicht, Leute. Ist halt doof, ob man die Dinge jetzt braucht oder halt nicht. Ja, schalten die Möglichkeit frei, Kombi-Waffen zu bauen. Naja, Leute, ihr könnt ja gerne trotzdem mal in die Kommentare schreiben, ob ihr der Meinung seid, ob man das vielleicht auch so herausfinden kann, wenn man sich einfach selber wieder was überlegt. Zementsäge, Alter. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Boxhandschuhe zum Beispiel. Boxhandschuhe plus Klingen, Messerklingen. Das war ja zum Beispiel im dritten Teil, was ganz geil ist. So Wolverine Boxklingen, Alter. Die waren richtig nice. Was willst du von mir? Ich will kurz abmoderieren. Die Folge ist vorbei. 30 Minuten, Junge. 30 Minuten, geile Zombie-Schnetzelei. Also wenn das kein Daumen wert ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also, wenn ihr mehr sehen wollt von Dead Rising 4, dann lasst einen Daumen da. Wenn nicht, dann wollt ihr nicht mehr sehen. Ganz einfache Geschichte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. War Spaß, Marcel. Ich hoffe, ihr hattet echt Spaß. Ist halt ein riesiger Spielplatz, Leute. Riesiger Spielplatz für Erwachsene. Hammergeil. Gut, wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und tschüss.